Hallo Leute, grüß euch, Burschen und Mädels. Heute geht es um das Thema GoPro. So, bevor wir zu den ganzen 5 Tipps übergehen, zeige ich euch so ein bisschen die Geschichte, die ich jetzt zumindest mit dem Thema GoPro schon hinter mir habe. Das heißt, ich benutze seit 2008 oder 2009 benutze ich GoPros grundsätzlich. Das heißt, ich habe mit der GoPro Hero HD angefangen. Die war wirklich sehr dick, groß und die Qualität war mau. Aber es ist ja auch schon 12 Jahre her, das Ganze. Mit der habe ich relativ lang gefilmt. Da bin ich zu der Hero 3 Plus Black Edition gekommen. Die war ziemlich cool, noch ohne Stabilisation, aber im Grunde genommen eine super Kamera. Die Hero 4, die ich dann danach bekommen habe, die war eigentlich von der Qualität her und vor allem vom Ton her unglaublich gut. Also die ist wirklich super gewesen. Das einzige, das Bild war auch toll, das einzige, sie hat keinen Stabilisator intern gehabt. Und deswegen ist sie momentan jetzt für mich vom Einsatzbereich her sehr eingeschränkt. Das heißt, auf dem Fahrrad nehme ich sie eigentlich kaum mehr her, weil man kann sich das kaum mehr anschauen. Dann habe ich aktuell noch die Hero 5 Session. Das war mehr oder weniger so ein bisschen der Ersatz für die 3 Plus. Sie hatte damals schon einen Stabilisator, einen kleinen Stabilisator, nenne ich sie jetzt einfach mal. Der bremst von hier links. Sie ist unglaublich klein. Man hat eigentlich nur diese Ein-Knopf-Bedienung, die wirklich im Bikepark völlig ausreichend ist. Der Akku hat auch ausreichend lang gehalten, also immer so ja, einen Tag circa. Was aber hier ein großes Problem ist, und das haben andere Leute auf dem YouTube-Channel auch schon gehört, das ist der Ton. Windgeräusche ohne Ende, es ist leider wirklich unglaublich zäh, mit dieser Kamera anständig zu filmen. Leider war ich mit dieser Kamera in Whistler und habe damit die ganzen Filme gemacht und dementsprechend natürlich mit sehr, sehr vielen Windgeräuschen sind dann die Videos bei YouTube gelandet. Sorry, aber ich hatte damals keine bessere Lösung. Ich habe auch mal versucht, dieses Mikrofon hier abzukleben und auch hier hinten. Aber ehrlich gesagt, das hat nicht wirklich was gebracht. Gut, die Kameratechnik geht weiter. Und zwar bin ich momentan am meisten unterwegs mit der Hero 7 Black Edition. Das hat sich gerade ausgeschaltet. Das ist für mich eigentlich so die beste Kamera momentan, die ich jetzt auch wieder für alles benutze, weil sie unglaublich guten Ton liefert, wenn man eben Fahrrad fährt. Das heißt, es rauscht kaum. Man hat ein sehr gutes Sprachverständnis. Wenn sie zum Beispiel hier oben am Helm ist und ich spreche in den Helm rein, dann brauche ich kein Mikrofon. Das heißt, ihr hört es relativ gut und das ist super. Steil ist es. Und steinig. Auch wenn es auf der Brust irgendwo sitzt, dann nimmt sie den Ton von der Brust eigentlich auch sehr, sehr gut mit und die Windgeräusche sind okay. Beim Absprung weg. Alter Schwede. Welche Mounting Options benutze ich? Was ich am meisten benutze, ist dieses schicke Teil hier. Es nennt sich Ninja Mount. Er hat eine Reihe von Mounting Options für die GoPro entworfen und speziell für die Ansprüche von Mountainbikern angepasst. Damit mache ich übrigens die ganzen Streckenchecks und so weiter. Was auch noch wichtig ist, ist einfach dieser Chest Mount. Der ist jetzt ein bisschen neuer ausgeführt worden. Das heißt, der Chest Mount selbst ist jetzt hier im Gegensatz zu früher, ist er jetzt weich geworden. Er ist auch ein bisschen flexibler geworden, was auch dazu führt, dass er ein bisschen besser stabilisiert. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich hier diesen kleinen, was nennen wir das, Teleskop, Stange, Tripod oder sonst was. Das habe ich öfters mal so zum Reisen dabei. Das ist eigentlich ganz cool. Vor allem, weil es klein ist. Man steckt zusammen in die Tasche damit und super. Und da die Hero 7 ja stabilisiert ist, kann man damit sehr, sehr gut arbeiten. Was noch wichtig ist,
Das ist hier diese kleine Tasche oder dieses Case. In dem Case zum Beispiel sind dann alle wichtigen Sachen drinnen, dass ich natürlich die Speicherkarten immer dabei habe. Es ist anscheinend angeblich wasserdicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich wasserdicht ist. Ich teste es nicht aus. Aber da habe ich die wichtigen Sachen drin. Ein Adapter für USB-C fürs MacBook ist natürlich auch ganz wichtig, dass man die Karten schnell auslesen kann. Und das habe ich immer dabei. Schaut bombenfest aus. Ich mache euch den Link in die Beschreibung runter. Wahrscheinlich so ein Amazon-Affiliate-Link. Okay, ganz wichtig, wenn man mit der Hero 7 filmt. Ich habe auch hier immer noch ein Akkuladegerät dabei. Das heißt, ich kann hier simultan zwei Akkus laden. Und ich habe auch immer einen zweiten Akku dabei. Der ist in der Hosentasche. Meistens zum Mittag ist die Hero 7 leer. Da muss ich wechseln. Speicherkarte geht meistens noch in Ordnung. Die ist dann meistens noch nicht voll. Aber einen zweiten Akku immer dabei zu haben, das ist ehrlich gesagt unglaublich wichtig. Gehen wir nochmal zu meinen 5 Tipps, wie euer Material auch besser wird. Tipp Nummer 1 ist meines Erachtens der essentiellste Tipp. Kurz bevor ihr anfangt zu filmen, checkt einfach eure Linse, ob da vielleicht ein Fingerabdruck drauf ist, vielleicht ist auch ein Dreckspritzer drauf, aber ein Fingerabdruck reicht auf jeden Fall, damit es euch das Bild versaut. Wenn Sonnenlicht auf die Linse trifft, dann wird es durch den Fingerabdruck und durch den leichten Fettfilm total gestreut. Ihr bekommt ein ausgewaschenes Bild mit wenig Kontrast. Sieht nicht schön aus, kann man leicht beheben, einfach mit dem Trikot oder mit dem T-Shirt drüber wischen. Natürlich dabei gucken, dass man nicht Steinkörner oder Staubkörner in die Linse reibt, sonst gibt es Kratzer und dann ist die ganze Linse hinüber. Sondern wirklich schauen, dass es sauber ist, mit Wasser abspülen vielleicht und dann mit dem T-Shirt sauber polieren. Dann seid ihr fertig und könnt sofort loslegen mit Filmen. Was auch ein weiterer wichtiger Punkt ist für gutes GoPro-Material, ist, dass eure Kamera stabilisiert ist. Sei es entweder eine Kamera ohne Entwackler wie die Hero 4 direkt auf dem Helm zu haben. Da muss man natürlich gucken, dass die Halterung sehr, sehr fest ist, dass hier nichts Spiel hat und natürlich, dass der Helm sehr, sehr gut auf dem Kopf sitzt. Damit kann man gute Ergebnisse erzielen. Oder man legt sich eine GoPro Hero, mindestens eine 7er zu und montiert die entweder auf der Brust oder auf dem Helm. Hier hat man auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Entwacklungsergebnis schon mal von Haus aus dabei. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall das Thema Blickwinkel. Ich habe das gemacht mit den Ninja Mounts. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit gehabt, dass ich von vornherein den Blickwinkel mit dem Handy, also das heißt mit einem Bildschirm, mir eingerichtet habe. Dann habe ich diese Gradeinstellung an dem Ninja Mount mir angezeichnet und so kann ich sicher gehen, dass jedes Mal, wenn ich den Helm aufsetze und die Kamera montiere, dass es auch wirklich immer der gleiche Blickwinkel ist. Das heißt, ich habe mir einmal dafür Zeit genommen und dann passt es normalerweise immer. Gut, weiter geht's mit den Einstellungen. Ich wähle hier immer 1080p, 4K ist mir einfach zu viel Speicherplatzverbrauch. Ich fahre immer mit 60 Frames, 240. Nur wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann das Sichtfeld ist bei mir immer auf Superview. Ich kann damit einfach viel, viel mehr sehen. Das ist für mich wichtig und ich finde, das macht das Bild auch lebendiger. Stabilisation ist auf Auto, genau. Restlicht ist auch auf Auto, weil wenn man nämlich in einen sehr, sehr dunklen Wald kommt, dann kann es sein, dass hier die Frame Rate, die Bildrate pro Sekunde, muss dann angepasst werden. Und zwar auf weniger. Ich habe ProToon ein, weil ich hier nämlich spezielle Einstellungen fahre und dann die Farbgebung später am Computer nochmal einstelle. Wer das nicht will, wenn es zu viel Arbeit ist, einfach ProToon aus und die Farben von der GoPro passen eigentlich auch ganz gut. Was steckt bei mir bei ProToon dahinter? Hier habe ich eigentlich die Belichtungskorrektur auf 0, manchmal mache ich plus 1, weiß auch gleich, ist auch automatisch, maximales ISO ist für mich 1600, damit es nicht zu sehr rauscht. Schärfe habe ich hier auf Mittel gemacht. Wenn man die Schärfe auf Hoch stellt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei YouTube das Bild mehr krisselt. Und wenn man auf Mittel stellt, dann ist es ein bisschen besser. Wenn man auf Niedrig stellt, dann ist das Bild ein bisschen zu verwaschen fast. Deswegen hier die Einstellung auf Mittel. Farbe habe ich auf Matt gestellt, weil eben die Farbe später am Computer nochmal hinzukommt.
RAW Audio ist bei mir aus, Mikro habe ich auch nicht und das wären dann die Pro-Tone-Einstellungen. Genau. Falls ihr noch irgendwelche Tipps zu dem Thema habt, bitte schreibt es einfach drunter in die Kommentare, teilt es mit den anderen Kollegen und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch in der Quarantänezeit und wir sehen uns hoffentlich im Bikepark. Also, macht es gut, servus!